jetzt wird der Studiengang für Psychotherapie ganz ähnlich wie bei den Medizinern auf eine Approbationsprüfung vorbereiten. Das heißt, zum Ende des Studiums machen die Leute die Approbation. Und das bedeutet, dass die Inhalte des Studiums sich in Richtung praktische Tätigkeit verschieben werden, damit man am Ende des Studiums jemand auch wirklich schon auf Patienten loslassen kann. Ich glaube, das ist für die Mitstudierenden oder Kollegen, die das jetzt in der neuen Reform machen, schon ein Vorteil ist, die Approbation früher zu haben. Ich persönlich sehe aber für mich oder für uns da jetzt keinen Nachteil, dass wir es noch im alten System machen. Sicherlich kommt das auch darauf an, wo man seine Ausbildung macht, in welchem Bereich man seine Ausbildung macht, aber gerade hier in Lindow ist es so, dass das schon eine sehr, sehr gute Ausbildung meines Wissens nach ist und deswegen sehe ich keinen Nachteil danach. Das ist eine dramatische Verbesserung, weil künftig ein approbierter Psychotherapeut vom ersten Tag seiner Therapie-Weiterbildung fest angestellt verdienen wird und nicht mehr wie in der Vergangenheit nochmal 5 Jahre nach Abschluss eines Studiums als Praktikant unter unwürdigen Bedingungen eine Ausbildung machen muss. Empfehlen würde ich es für all diejenigen, die sich vorstellen können, tatsächlich in einer Klinik oder niedergelassen tätig zu sein. Für jemanden, der in die Wirtschaft möchte oder in die Medien, wird es wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt der passende Studiengang sein, aber so wirbt die MHB ja nicht, so präsentiert sie sich nicht und diese Studenten spricht sie auch nicht primär an. Während des Bachelors müssen sie sich noch nicht entscheiden. Der Bachelor ist insofern polyvalent, als man alle möglichen psychologischen Masterstudiengänge anschließen kann. Aber er ist auch so, dass man eben auch das Approbationsstudium Masterstudiengang Psychotherapie anschließen kann. Das heißt, auch im Bachelor wird schon viel Psychotherapie vorkommen. Für mich war es genau das Richtige, so wie es gekommen ist. Und für die Nächsten, die kommen, die können sich dann ja entscheiden, was von beidem sie gerne machen wollen und was für sie der richtige Weg ist. Deswegen ist es schon gut so. Für die MHB ändert sich tatsächlich gar nicht so viel, weil wir all das, was in dem neuen Psychotherapeutengesetz mühsam verabschiedet worden ist, eigentlich schon an der MHB seit Gründung durchführen. Es sind gerade mal 10% des bisherigen Studiengangs im Bachelor, den wir jetzt verändern müssen. Was sich aber verändern wird, ist, dass die Klinikeinsätze, die wir bisher schon hatten, dass die nochmal in einer viel klareren Weise strukturiert sind und die Aufgaben der Studierenden während dieser Klinikeinsätze eben nicht mehr nur beobachten sein werden, sondern sie werden schon mit Tätigkeiten betraut werden, die sie auch zu dokumentieren haben und die dann die Grundlage für die Approbationsprüfung sein werden. Wenn ich zurückblicke, dann denke ich schon, dass es für mich auch eine wichtige Zeit war, wo ich mich entfalten konnte und wo ich mich orientiert habe, geht es in den klinischen Bereich oder nicht. Das heißt, die Zeit für mich würde ich gar nicht missen wollen, als dass ich auch viele Bereiche kennengelernt habe, gerade im Bachelorstudium zum Beispiel. Im Master bin ich ein bisschen traurig, muss ich sagen, weil der eben 2 Jahre lang geht und zu dem Zeitpunkt, als ich die Entscheidung getroffen hatte, ich möchte im klinischen Bereich mich weiter entfalten, weiterentwickeln, lernen und auch beruflich dann weitermachen, würde ich jetzt sagen, ich hätte gerne noch diese 2, 3 Jahre und ja, so ein Wermutstropfen, den habe ich schon in Bezug auf die Approbation, dass die neuen Studierenden eben mit einer Approbation ihr Studium abschließen, was ich absolut richtig und sinnvoll und wertvoll finde und wo ich auch wirklich selber merke, das hätte ich gerne, weil es eine große Belastung ist, im Berufsalltag zusätzlich für eine Prüfung zu lernen, die in Vollzeit gemacht werden müsste, wo dann im Berufsalltag einfach nicht die Zeit oder die Kapazität ist, zumal der Berufsalltag sehr anstrengend und stressig dann auch sein kann. Das heißt, einerseits finde ich diese Entwicklungszeit im Studium ganz wichtig, gleichzeitig kann ich es jedem nur wünschen, mit einer Approbation das Studium zu beenden und dann in den Berufsalltag zu beginnen. Ich finde schon, dass das sehr, sehr gut passt. Natürlich ist es eine sehr, sehr junge Universität, aber es ist eine Universität, die schon sehr auch darauf bedacht ist, dass ihre Studierenden mitwirken können. Und das ist was ich bei der MHB ganz, ganz stark merke. Das ist an anderen Universitäten oder zumindest an der Universität, wo ich früher war das absolut nicht möglich.
Und das ist etwas, was ich persönlich sehr genieße und wo ich einen ganz, ganz großen Vorteil drin sehe.